Und ja, wird jetzt auf jeden Fall bemüht sein, den ersten Sieg einzufahren. Aber wie gesagt, Witzenhausen, Hemshausen hatten wir eben gerade auch schon im Duell mit Austria Wien. Ein 0:5 war das Endergebnis. Und wir werden mal gucken, wie diese Partie jetzt läuft. Ja, Partie mit Leibchen, beide mit ähnlichen Trikotfarben. Hätte man auch schlecht auseinander erkennen können. Genau, gucken wir mal, was uns das Ganze hier bietet. Witzenhausen, Hemshausen von rechts nach links auf unserem Bildschirm zu sehen. Mit dem ehemaligen 05-Spieler Aaron Brettauer können wir gleich mal als Werbung machen. Der kommt nämlich heute auch noch in Livestream. Der kann dann nach den drei Spielen heute gleich mal berichten, wie es sich anfühlt direkt auf dem Platz und wie es halt sich anfühlt, auch gegen Austria Wien zu spielen. Das ist für uns ja auch mal wichtig, wenn wir die Co-Kommentatoren dabei haben. Die wählen wir natürlich auch so aus, dass man natürlich den Bezug zum Turnier hat, dass man entweder selber auch mal an der Bande stand oder so wie jetzt heute haben wir wirklich auch zwei Spieler dabei, schön gespielt, die tatsächlich selber auf dem Kunstrasen mit dabei waren. Gucken wir mal, was sich jetzt hier entwickelt. Erster Abschluss. Ich denke mal, hier werden beide schon mit relativ offenem Visier spielen. Ja. Weil, ja. Man sieht das schon, ne? Offenes Visier. Beide wollen auf jeden Fall drei Punkte sammeln. Aber das ist auch ein absolutes Muss. Man sagt nicht umsonst, der Donnerstag, da entscheidet sich, die Regios spielen viel gegeneinander. Und wenn du den Donnerstag verschläfst, dann kann es wirklich echt schwierig werden, noch weiterzukommen. Dementsprechend, es geht hier um alles und das wissen beide Mannschaften. Und so treten sie in den ersten Minuten noch auf. Genau, aktuell ist natürlich, alle Mannschaften haben noch nicht gespielt, nämlich Schalke 04 und der HSV steigen erst später in das Turnier ein. Sieht man, dass 05 im Moment Tabellenführer ist. 2 Spiele, 10:2 Tore. Man muss da für die Zuschauer, die vielleicht das Turnier noch nicht so gut kennen, auch einfach mal erklären. Es sind immer 7 Mannschaften in einer Gruppe. Von den 7 qualifizieren sich die 4 Besten für die sogenannte Zwischenrunde. In der Regel sind das eigentlich 3 Profiteams plus eine Regionalmannschaft. Aber es gab auch schon mal Verschiebungen, dass auch mal ein Regionalteam Dritter oder sogar Zweiter geworden ist und ein Profiteam dann auf Platz 4 weitergekommen ist. Und das ist natürlich dann so ein bisschen auch entscheidend, wie geht es dann am Sonntag in den Zwischen- und Endrundenspielen weiter. Ja, das ist auch der Reiz des Turnieres, ja? Wenn du es schaffst, wirklich auch gegen ein Profiteam zu gewinnen, sodass das Profiteam dann auch mal, ja, in die Enge getrieben wird, dann ist das wirklich eine spannende Angelegenheit und das macht das Turnier aus. Genau, du hast ja vorhin erzählt, du warst selber beim Turnier dabei. Kannst du dich noch so ein bisschen an die Ergebnisse erinnern? Aber jetzt gucken wir erstmal das erste Tor. Das fällt für den JV Eichsfeld. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Mit den Leibchen ist es nicht ganz so einfach, die Rücknummer zu sehen. Aber da leuchtet die 5 auf. Luca Schulze erzielt das 1:0 für den JV Eichsfeld. Und jetzt nochmal zur Frage zurück. Kannst du dich an dein Abschneiden mit deinen Teams noch erinnern? Ja, mit meinen Eintracht-Jungs, also mit der Eintracht aus Northeim, wurde ich natürlich hier echt belohnt. Das waren ganz tolle Jungs. Wir haben ein super Turnier gespielt, sind auch beste regionale Mannschaft geworden. Haben Mannschaften wie Werder Bremen Paroli geboten, die dieses Jahr leider nicht dabei sind. Aber wir haben den in einem Spiel einen Punkt abgeknöpft, ein 1:1, soweit ich mich erinnere. Und im Viertelfinale dann leider 3:1 verloren. Aber ja, an der Stelle Grüße an die Jungs. Das war eine ganz tolle Zeit. Ja, definitiv. Und du warst ja dann auch im Herrenbereich bei Eintracht Northeim tätig. Das war ja, ich sage es mal so, in relativ jungen Trainerjahren, vom Alter her gesehen, nicht von der Erfahrung, ist das ja auch eine Auszeichnung, dass man solche Teams auch trainieren darf, muss man ja auch ganz klar sagen. Gar keine Frage, aber ich habe da natürlich auch ein tolles Umfeld gehabt. Viele, viele Leute, die mir da den Rücken freigehalten haben, die mir dieses Vertrauen geschenkt haben, diese Aufgabe auch anzunehmen, bin ich bis heute dankbar. Es sind viele tolle Menschen, die ich dort kennenlernen durfte. Ja, apropos tolle Menschen, das Turnier ist natürlich ja, nicht nur an den reinen Fußball auf dem Platz hier, auf dem Kunstrasenviereck gebunden, sondern von ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Helfern getragen. Das heißt im Catering-Bereich, wir alleine hier im Social-Media-Team, im Medienteam, im Livestream. Wir haben so viele engagierte, interessierte Jugendliche auch mit dabei, die hier wirklich ehrenamtlich über 4 Tage und eigentlich auch, ja, auch im Vorfeld und im Nachgang des Turniers einen ganz tollen Job machen. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich und ganz viele, auch die im Catering-Bereich dort helfen von den Partnervereinen. Und ohne dem wäre so ein Turnier gar nicht möglich. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob hier das zweite fällt. Aber ich finde, das gehört sich einfach mal, dass man es an der Stelle auch mal erwähnt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ohne Ehrenamt geht es nicht. Und dieses Privileg zu haben, hier spielen zu dürfen, oder auch dann im Nachgang zu coachen. Das ist wirklich, das ist der Wahnsinn und das machen die ehrenamtlichen Mitarbeiter aus und leisten das immer wieder, damit wir hier spielen, moderieren, coachen können, was auch immer. So dementsprechend großen Dank an dieser Stelle. Ja, und großen Dank, das zweite Tor. Ich glaube, es war wieder Luca Schulze. Tatsächlich ist es für mich ein bisschen überraschend. Den Spielverlauf hätte ich jetzt nicht irgendwie vorausgesagt. Für mich auch, aber
das hatte ich ja eingangs gesagt, vielleicht nehmen sie ja den Frust und die Wut aus dem ersten Spiel auch ein bisschen hier mit rein. Und so sieht's aus. Das ist bis hier eine starke Vorstellung. Und ein Faktor darf man nicht vergessen, Witzenhausen, Temperatur, Spielzeit, Gegner, eben Wien, Einspielpause, davor schon gegen 05, ein heißes Match, jetzt das dritte Spiel innerhalb von fast einer Stunde. Das merkt man. Ja, nicht viel Zeit gehabt, den Kopf wieder frisch zu kriegen. Das stimmt. Und das fehlt mir gerade auch so ein bisschen im Vergleich zu den anderen Spielen. Sie fühlen sich gerade nicht so frisch an. Nicht so, ja, sind nicht wirklich auf der Platte. Schade eigentlich. Ja, hatte ich jetzt, muss ich sagen, hatte ich jetzt ein bisschen anders erwartet. Der erste Auftritt gegen 05 war wirklich deutlich besser und auch gegen Wien hat man sich eben gut verkauft. Und jetzt machen sie das Eichsfeld ja schon relativ leicht. Ja, auch hier sieht man jetzt Eichsfeld mit dem spielenden Torwart. Hier im Aufbau, das ist die Nummer 13, Jonah Henry Rode, der hier auch der Kapitän des Teams, meine ich, ist, wenn ich richtig informiert bin. Ja, und ja, korrekt. Ja, sehr schön. Ja gut, wir haben einen Eichsfeld-Experten hier, ne? Das passt ja wunderbar. Ja, Stichwort Eichsfeld, auch immer die Clubs, wir haben es vorhin bei Radolfshausen, Eichsfeld ja schon gesehen, das Turnier lebt natürlich auch so ein bisschen von der Atmosphäre, von den Regios. Na, natürlich wollen auch viele Zuschauer die Profiteams sehen, die kommenden Stars von morgen, da haben wir schon einige hier beim Turnier gehabt, aber auch so diese Stimmung der Teams oder der Zuschauer insbesondere mit den Fanclubs ist ja auch, macht das Turnier irgendwie auch aus. Ja, jetzt. Und jetzt machen wir erst das dritte Tor, aber du hast jetzt Zeit, auf die Frage zu beantworten. Wir gucken mal, wer den Treffer hier erzielt hat. Das 13-0 für den JTV Eichsfeld. Ja, es ist immer ein Zusammenspiel, finde ich. Ja, du bist verpflichtet, finde ich, als Jungs, wenn du an diesem Turnier teilnimmst, wirklich hierher zu kommen, motiviert zu sein, zu wissen, okay, ich habe maximal 2 Jahre die Chance, hier mal mitzuspielen. Das ist ein Privileg. Und wenn du das auf dem Platz widerspiegelt, dann hast du natürlich die Zuschauer auch auf deiner Seite. Wenn du das große Glück hast, wie ja, im Optimalfall auch die Eichsfelder Teams jetzt in der Häufigkeit, dann noch eine Fanbase im Hintergrund zu haben, die du damit ansteckst, dann wird es noch schwieriger, gegen dich zu gewinnen. Und dann pushst du dich von Spiel zu Spiel vielleicht auch zu einer Leistung, die dir vorher gar nicht so bekannt war. Dementsprechend 3-0, starker Auftritt. Genau, den Torschützen liefern wir nochmal nach. Jonas Dachroth hat den Treffer erzielt. Ja, und man muss ganz ehrlich hier sagen, ja, so ein bisschen die Kraft zollt der JSG Witzenhausen, Hebenshausen hier ein bisschen Tribut. Die haben also quasi in den ersten 8 Minuten fast keine Torchance gehabt. Ja, und das ist Kommentatorenleben, keine Torschachs und dann haut er das Ding mal kurz rein. Die richtige Chance war es ja nicht, aber das wird da schon extrem gut gemacht. Ja, aber das muss ja so kommen. Ich sage jetzt keine Torschachs und in dem Moment fällt das 1-3. Schöner Treffer hier für die JSG. Ja, auch mindestens aus 20 Metern Maxim Sawicki erzielt den Treffer und vielleicht geht ja noch was. 5 Minuten sind gut noch auf der Uhr. Wir blicken nochmal auf die nächste Partie, die werden wir dann auch gleich im Anschluss sehen. Das ist nämlich JTV Westgöttingen gegen den Titelverteidiger FK Austria Wien. Und da gucken wir mal, ob wir dann vielleicht doch die erste große Überraschung hier sehen. Jan würde sich freuen. Und freuen würde sich auch die JSG Witzenhausen, Hebenshausen, wenn sie hier nochmal zurückkommen. Ja, für JTV Eichsfeld ist es jetzt extrem wichtig, ruhig zu bleiben. Ja? Im Optimalfall noch ein Tor zu machen jetzt. Ja. Glaube ich, wieder Jonas. Ruhig zu bleiben nach diesem 3-1-Anschlusstreffer, dann nicht in Panik zu verfallen. Ja, das ist das Wichtigste. In der Halle geht es schnell, nach links und nach rechts. Jetzt so ein bisschen den Druck rausnehmen, so ein bisschen das Tempo rausnehmen, das würde dem Spiel oder zumindest dem Spiel für JTV Eichsfeld gut tun. Blöder Fehler, und das meine ich. Ja, man muss jetzt wirklich ruhig bleiben. Ja, jetzt aber die Chance zur Entscheidung, vermeintlichen Entscheidung, aber hier wird die Möglichkeit nicht genutzt. Das wäre so 4 Minuten vor Schluss. Ja gut, in der Halle darf man sich natürlich immer schwer tun mit Vorentscheidung, aber ich sag mal, wenn das 4-1 4 Minuten vor Ende fällt, ist es schon eine Vorentscheidung zumindest. Entscheidung wollen wir mal nicht von sprechen. Denke ich schon, aber bei 3-1 ist alles möglich. Genau, hier ein bisschen Glück. Aber man sieht, dass die JSG hier schon extrem unter Druck steht und ja, wir haben es ja eben gesehen, das war quasi die erste gefährliche Aktion und der war auch drin. Die Aktion war eigentlich an sich gar nicht gefährlich, aber der Abschluss war gut. Und Torschancen haben wir von den Hessen hier noch nicht gesehen. Man sieht es auch hier, Eichsfeld mit relativ viel Freiräumen, werden gar nicht mehr richtig attackiert. Man sieht es jetzt auch bei JSG Witzenhausen, Hemshausen, die wechseln nicht so häufig. Also sie müssten wahrscheinlich auch häufiger mal wechseln, ne? Wenn ich mal so drauf gucke mit dem Personal. Wechselzeiten sind relativ lang und das ist ja auch eine wichtige Sache, die man natürlich vorher trainieren muss. Ja, auf jeden Fall. Also du beobachtest das, glaube ich, ganz gut. Ich finde,
sie wirken nicht mehr so frisch, speziell auch im Kopf und das, was sie halt vorher in den beiden Spielen so stark gemacht hat. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass JTV Eichstätt das jetzt relativ gut macht. Sie sind, glaube ich, jetzt angekommen und sich im ersten Spiel, sind gut reingekommen im ersten Spiel, haben dann noch verloren und jetzt, ja, herzlich willkommen zum Turnier. Das machen sie echt gut. Definitiv, aber noch ist nicht alles verloren. Der erste Punkt für Witzenhausen-Hemshausen ist noch möglich, ja. Und da fällt. Wunderbar gespielt. Und jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng. 2-3. Schönes Tor. Ne? Schön rausgespielt. Doppelpass, den man eigentlich gerne sieht beim Heimfußball. Und die Nummer 5 war der Torschütze Marlon Young. Trifft für Witzenhausen-Hemshausen. Und jetzt haben wir noch knackige 2,5 Minuten, wo es wirklich noch mal eng werden kann. Und mal gucken, ob die Hessen hier die Partie noch mal drehen können. Ja, jetzt wird es im Kopf entschieden. Ja, hinten raus die nötige Ruhe an der Knolle zu haben. Brenzliche Situation noch mal auszuspielen. Tatsächlich sind wir jetzt noch gar nicht so sehr darauf eingegangen. Aber mir fällt es gerade extrem auf. Ich bin jetzt, glaube ich, 5 Spiele gemacht heute. Das ist total fair bis jetzt. Ne? Also, hier gab es ja fast keinen Freistoß bis jetzt. Was mir gefällt, ist, dass es keine Diskussion mit dem Schiedsrichter gibt. Oh. Ja, und da fällt das 3-3. Wir haben es nur im Anschnitt gesehen, denn es war gerade die Zeitlupe noch von dem 2-3. Und es fällt das 3-3. Da können wir mit der Stimme mal ein bisschen höher gehen, denn sie haben Moral gezeigt. Aaron Brettauer, unser Gast, den wir nachher noch haben, macht das 3-3. Auf jeden Fall. Aaron ist natürlich auch ein guter Junge, der die Mentalität nochmal mitbringt und auch die Qualität. Und Fernschuss. Ja, der sich den Ball dann noch einfach schnappt und sagt, komm, ich mach das. Aber jetzt aber hinten offen. Wow. Ja, wildes Spiel jetzt, ganz wildes Spiel. Das müsste Raphael Niesen gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. 4-3. Genau, das war Spieler, sein Bruder habe ich mal trainiert beim TSV Nisselrhön, deswegen wusste ich das jetzt. Und Eichsfeld dreht wieder das Spiel. Ja, was ein wildes Duell. 3-3 und im Gegenzug quasi das 4-3. Aber ich glaube, das muss noch nicht das letzte Tor gewesen sein. Genau, hier sehen wir es nochmal. Aber hier 3-1 Situation. Ja, schön. Hätte man noch selbst machen können. Aber ruhig geblieben, gefällt mir. Ja. Uneigennützig. Aber wir gucken mal, ob wir hier die JSG nochmal eine Antwort hat. Hier nochmal ein schönes Dribbling und die Chance zum Ausgleich ist da. Aber der Keeper ist da mit der Bande und jetzt könnte es schon schwierig werden. Keeper hält den Ball fest. 30 Sekunden. Die Uhr läuft runter in dem Spiel der Hanseatic Gruppe Eichsfeld gegen Witzenhausen-Hemshausen. Noch 15 Sekunden. Jetzt müssen sie sich beeilen, wenn sie hier noch den ersten Punkt ergattern wollen. Das wird jetzt schwierig. Befreiungsschlag. Ja, und jetzt läuft die Zeit erbarmungslos runter. Noch 5 Sekunden. Der Keeper versucht nochmal alles. Es bleibt beim 3-4. Eichsfeld schlägt Witzenhausen-Hemshausen.